Hallo, lieber Steinbock, ich begrüße dich nun zu deiner zweiten Mailegung für das Jahr 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und natürlich hoffe ich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Lieber Steinbock, ich habe mir gedacht, dass ich jetzt einfach mal zweite Sternzeichenlegungen mache für den Mai und das bezieht sich natürlich auf den Zeitraum Mitte Mai bis ungefähr Ende Mai. Und ja, ich hatte ganz einfach Lust drauf, deswegen warum nicht? Und ich würde sagen, ich stelle dir jetzt erstmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende hier für dich, das ist das Seelenreisetarot von der Julia Aurelia. Ich denke mal, die meisten von euch, ihr werdet sie mit Sicherheit kennen. Sie hat ebenfalls einen YouTube-Kanal und sie legt da ebenfalls auch Karten. Und so wie immer verwende ich auch ebenfalls noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch einfach mal anfangen mit deiner Legung. Solltest du dich wundern, warum meine Stimme so seltsam klingt, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Stimme gerade los ist. Es kann sein, dass es irgendwie ja eine kleine Erkältung ist. Also ich klinge auf jeden Fall ein kleines bisschen heiser, habe ich das Gefühl. Und ja, ich denke mal, es ist sowas wie Allergie oder Erkältung. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz so störend ist. Ja, also sorry an dieser Stelle auf jeden Fall dafür. Genau. Also, lieber Steinbock, das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Und des Weiteren könnte diese Legung jetzt wirklich für dich interessant sein, wenn du den Steinbock im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Okay. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und schauen, was Mitte Mai auf dich zukommt. Also, Mitte Mai, Steinbock. Was bringt der Zeitraum Mitte Mai dem Kollektiv der Steinböcke? Mitte Mai, Steinbock. Steinbock, Mitte Mai, Mitte Mai. Steinbock, die ist es. Mitte Mai, Steinbock. Steinbock, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Mitte Mai. Also noch weitere Hinweise für die Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai. Noch weitere Einsichten bitte für die Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai. Die eine Karte hebe ich gleich auf. So, noch einer für die Steinböcke. Im Zeitraum Mitte Mai. Super. Okay. Die eine hebe ich mal eben kurz auf. Und die kommt jetzt hier so in die Mitte, da wo sie hingehört. Und ich lege das Ganze so wie immer erstmal ordentlich für dich ins Bild. Und dann würde ich sagen, geht es auch los mit deinem Reading. Für den Zeitraum Mitte Mai bis ungefähr, ja, Ende Mai, ne? Gut, lieber Steinbock, ich beginne mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man natürlich sagen, dass das für dich für den Zeitraum Mitte Mai die Hauptenergie ist. Das ist das große Thema sozusagen. Es kann aber ebenfalls auch sein, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Okay, lieber Steinbock, los geht es. Und da hast du das Schicksalsrad. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Denn, lieber Steinbock, ja, das Schicksalsrad steht natürlich für Schicksal. Und spannenderweise haben wir hier mit Wassermann, Skorpion, Stier und Löwe die fixen Zeichen abgebildet, ne? Und der fixe Mond sozusagen, beziehungsweise das Wort fix bedeutet ja etwas steht fest, etwas, ja, etwas ist vorherbestimmt, etwas steht fest. Also kann man hier wirklich bei dieser Karte sagen, das, was jetzt also quasi auf dich zukommt, ist also schicksalhaft. Etwas Bestimmtes steht hier nun sozusagen wirklich fest für dich, ja. Aber generell natürlich, das Schicksalsrad steht auf jeden Fall für Veränderungen, für schicksalhafte Veränderungen, Ende von Verzögerungen, ein neuer Zyklus geht los und ein alter endet. Ja, ein Zyklus geht zu Ende und ein neuer beginnt, kann man hier auf jeden Fall sagen. Das ist die Energie des Schützen. Das kann ebenfalls aber auch sein, dass du vielleicht vorhast zu verreisen. Sowas in der Richtung ist auch möglich, ne? Okay, drunter haben wir jetzt hier aber die 7 der Münzen. Okay, es kann also wirklich bedeuten, solltest du auf irgendwelche Veränderungen warten oder darauf hinarbeiten, lieber Steinbock, kann es durchaus sein, dass hier noch ein kleines bisschen Geduld gefragt ist. Es kann sogar sein, dass deine Veränderung sozusagen, dein Loslassen, dein Neubeginn sozusagen, dass es alles nicht unbedingt so schnell geht, wie du ganz gerne erhofft hast, ja?
Okay, jetzt wollte ich aber trotzdem erstmal sagen, dass ich mir die Karten angucke, die jetzt hier rausgefallen sind. Ich beginne mit deiner ersten für den Zeitraum Mitte Mai. Und da haben wir jetzt für dich die vier der Kelche. Jetzt habe ich kurz einen kleinen Hänger gehabt. Kein Problem. Okay, Steinbock, vier der Kelche ist so ein bisschen das Thema der Ablehnung. Das ist das Thema der Unzufriedenheit, der eventuellen Langeweile und Trägheit, ne? Und deswegen hier als Hauptenergie mit dem Rad des Schicksals habe ich hier wirklich das Gefühl, entweder ist es so, dass du in Bezug auf deine Wende, auf deine Veränderung noch etwas warten musst. Ja, oder aber, was ich auch für viele von euch wahrnehme, lieber Steinbock, ist ganz einfach, dass das bald hier auf jeden Fall mit dem Schicksalsrad zu Ende geht. Deine Phase der Untätigkeit, der Unzufriedenheit, der Ablehnung, der verpassten Chancen scheint ja auf jeden Fall vorüberzugehen. Weil für viele von euch habe ich wirklich das Gefühl, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für Veränderungen, die Zeit ist reif, dass das hier auf jeden Fall zu Ende geht. Ja, ich meine, ja, du hast einen freien Willen, aber trotz allem habe ich das Gefühl, bei vielen von euch, es steht nun wirklich eine schicksalhafte Wende im Raum. Das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Wir gucken jetzt direkt einfach mal weiter. Dann haben wir als nächstes für dich das Thema mit den sieben der Schwertern. Das ist auf jeden Fall die Energie des Diebstahls. Das ist die Energie der, naja, der Lügen, des Betruges, des Hinterhalts auch so ein bisschen, ne? Also es kann ja möglicherweise sein, dass hier in gewisser Weise eine Unehrlichkeit mit einer Rolle spielt, das Thema Täuschung steht vielleicht im Raum, das Thema ja, Selbsttäuschung vielleicht auch. Also es kann hier wirklich bedeuten, lieber Steinbock, dass du dich in einer Phase befindest, wo das Thema Unehrlichkeit, Diebstahl, sich aus dem Staub machen, etwas vielleicht auch nicht sehen wollen, sich vor gewissen Dingen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen drücken, dass das bisher bei dir ein Thema war. Ne, aber ich habe das Gefühl, das Ganze wird auf jeden Fall zu Ende gehen, weil es ganz einfach so sein soll. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, lieber Steinbock, dass nun eine Zeit auf dich zukommt, wo man sich gewisse Dinge wirklich auch stellen muss. Ja, auch wenn es eventuell ein kleines bisschen unbequem ist, aber hier geht es sehr, sehr stark darum, seine Wahrheit zu leben, sich seiner wahren Gefühle bewusst zu werden. Und was ich auch fühle, es geht für viele von euch jetzt ebenfalls darum, wieder in die authentische Energie zu kommen. Ja, wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier für dich, das sind jetzt hier die zwei der Stäbe. Das sind die, die runtergefallen waren. Bei den zwei der Stäben geht es auf jeden Fall um Planung und es geht hier wirklich um Entscheidungen. Also, lieber Steinbock, von dir wird quasi jetzt eine Entscheidung verlangt. Wie möchtest du weiterhin leben? Möchtest du so weitermachen wie bisher, weiterhin unzufrieden bleiben, nichts tun, dich vor der Wahrheit eventuell drücken? Oder möchtest du nun wirklich die Dinge verändern? Möchtest du wirklich, ja, glücklich sein zum Beispiel oder allgemein etwas verändern? Gegebenenfalls habe ich aber auch das Gefühl bei den zwei der Stäben, dass du nun wirklich auch bereit bist, dir in gewissermaßen vielleicht auch Hilfe zu suchen. Weil manchmal stehen die zwei der Stäbe auch für eine Partnerschaft und dass man jetzt sozusagen wirklich jemanden mit ins Boot holt, der einen hier wirklich ebenfalls auch helfen kann. Ja, also hier mit den zwei der Stäben steht also eine Entscheidung an. Aber ich spüre auch schon wieder wie eine Art Reise, deine persönliche Reise und auch das Thema Veränderungen. Ja, das scheint hier wirklich dein Thema zu sein. Wir gucken weiter, dann haben wir hier für dich die Königin der Stäbe. Eine Königin der Stäbe könnte hier also eine wichtige Rolle für dich spielen. Ein eventuelles Feuerzeichen, also Widder, Löwe, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Es kann eine weibliche Person sein, es kann aber auch eine männliche Person sein. Diese ist hier auf jeden Fall gespiegelt auf die sieben der Schwerter. Also Steinbock, entweder ist es hier wirklich so, dass du es hier wirklich mit jemandem zu tun hast, der hier wirklich oder die hier total unehrlich ist, die vielleicht auch mittlerweile oder die möglicherweise auch sich vor der Verantwortung drückt, die sich davor drückt, möglicherweise Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Das kann auch deine Energie sein übrigens. Ja, das weißt du jetzt am besten, lieber Steinbock. Es ist ein allgemeines Reading, ja? Also entweder hast du es wirklich mit so jemandem zu tun, was ich hier wirklich spannenderweise wahrnehme. Einige von euch, ihr unterdrückt eure wahre Natur oder habt eure wahres Selbst bis jetzt auch so ein kleines bisschen unterdrückt, weil ich hatte das Gefühl, dass du Masken trägst, lieber Steinbock, oder Masken getragen hast. Ja, das Thema scheint hier wirklich eine wichtige Rolle für dich zu spielen. Und jetzt hast du also die Möglichkeit, das alles zu verändern. Es steht eine Schicksalswende hier an. Das Ganze wird sich hier verändern. Ne, falls du dir in irgendeiner Situation etwas vorgemacht hast, solltest du irgendwie in einer Art Lüge gelebt haben, wie zum Beispiel, dass du ja gute Miene zum bösen Spiel gemacht hast oder du übst einen Job aus, obwohl du eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hast. Oder
Du lebst irgendwelche Gewohnheiten, die dir nichts bringen, wo du sagst, nö, das bin eigentlich gar nicht ich. Ne? Sowas in der Richtung scheint ja auf jeden Fall auch eine Rolle zu spielen. Aber natürlich kann das hier, wie gesagt, auch jemand anderes sein, wo das Thema Lügen, Betrug hier auf jeden Fall auch mit einer Rolle spielt. Ja, so, dann haben wir hier die drei der Stäbe. Hier geht es auf jeden Fall um Wachstum. Auch wieder das Thema Reise steht hier im Raum. Ich habe das Gefühl, eine Reise steht hier an bei einigen von euch. Entweder ist es wirklich so, dass du vielleicht verreisen möchtest. Vielleicht ist es aber auch so, dass jemand dich besuchen möchte, jemand zu dir reisen möchte. Dann habe ich irgendwo auch so das Thema Ablehnung, Unzufriedenheit so ein bisschen, ja, oder Untätigkeit auch so ein kleines bisschen. Also hier habe ich bei dir das Gefühl, lieber Steinbock, dein nächster Schritt steht quasi an. Aber irgendwie ist da noch eine gewisse Untätigkeit, habe ich das Gefühl. Aber trotz allem mit dem Schicksalsrad kann sich das Ganze hier wirklich verändern. Ne? Es kann jetzt auch sein, dass das, was ich dir hier alles erzählt habe, dass das in der letzten Zeit bei dir so gewesen ist und dass das nun wirklich auch alles zu Ende geht, ne? Durch das Rad des Schicksals sozusagen. Die drei der Stäbe ist die Energie von langfristigen Plänen. Und das wird jetzt ebenfalls auch Thema für dich werden, lieber Steinbock, dass du beginnst, wirklich langfristig zu denken und zukunftsorientiert zu handeln. Zukunftsorientiert ebenfalls aber auch zu denken. Indem du dir jetzt zum Beispiel folgende Fragen stellst: Was will ich wirklich? Was kann ich tun, um da hier rauszukommen? Was kann ich tun, um wirklich glücklich zu sein? Um mich selber so zu zeigen, wie ich ebenfalls auch wirklich bin. Ne? All solche Themen scheinen jetzt hier wirklich für einige von euch ebenfalls eine Rolle spielen oder eine Rolle zu spielen. Ne? So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, Steinbock, das ist das Heavenly Bodies Astrology Deck. Das Thema Unzufriedenheit, Frust spielt hier anscheinend immer noch eine wichtige Rolle. Und das kann ja auf jeden Fall zu tun haben, damit, dass sich die Dinge eventuell nicht ganz so schnell entwickeln, wie du gehofft hast. Ja, dass sich bei dir bisher scheinbar wirklich keine Ergebnisse zeigen. Das kann eventuell wirklich damit zu tun haben. Bei einigen von euch habe ich trotz allem aber auch das Gefühl, dass das hier durchaus schon jemand sein kann. Entweder, lieber Steinbock, ist es wirklich so, dass du von deiner eigenen Wahrheit wegrennst, von dem, von dem du eigentlich weißt, ja, das stimmt, ne? Oder aber es ist so, dass hier Unehrlichkeit hier eine Rolle spielt, was mit einer anderen Person zu tun hat. Ja, entweder kann es ja wirklich sein, dass eine andere Person dich hier belügt, sich immer und immer wieder aus dem Staub macht. Wo hier Lügen, Betrug und Falschheit einfach eine Rolle spielt. Vielleicht auch das Thema Verheimlichen, sowas spüre ich auch. Aber was ich hier sehr, sehr stark wahrnehme bei euch Steinböcken, ihr seid hier in irgendeiner Situation, die ist einfach nicht mehr, die erfüllt euch nicht mehr. Ja, die erfüllt euch definitiv nicht mehr. Und deswegen sagen jetzt hier wirklich die Karten, hier spricht man wirklich von einem Wandel. Hier wandelt sich das Ganze auf jeden Fall. Hier steht eine Reise eventuell wirklich an, ein Umzug, beziehungsweise geht es nun darum, ebenfalls auch Pläne zu machen, mit jemandem gegebenenfalls auch zusammenzuarbeiten, um ebenfalls aber auch wieder seine eigene Wahrheit zu leben, ne? Okay. Steinbock, Mitte Mai. Bitte noch weitere Einsichten für das Kollektiv der Steinböcker. Für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai, Steinbock. Mitte Mai, Steinbock. Bitte weitere Einsichten. Mitte Mai, Steinbock. Okay, das ist kein gehässiges Lachen, keine Sorge. Das ist nur, naja, das ist im Prinzip genau das, was ich mir schon gedacht habe. Es geht weiter. Also, Mitte Mai Steinbock, was kommt da jetzt noch? Ach du meine Güte, warte mal eben bitte. Es sind so viele Karten jetzt rausgefallen. Ich muss das jetzt einfach nochmal alles zusammenmischen, weil das waren jetzt mir zu viele Karten. Okay, so, du kommst dahin. Mit der fange ich auch dann gleich an. Warte mal, hier ist noch eine. Alles klar. Also, Steinbock, Mitte Mai. Mitte Mai, Steinbock. Bitte noch weitere Einsichten für das Kollektiv der Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai bis von mir aus auch Ende Mai.
Bitte mal Steinbock. Ja, alles klar. So, ich beginne mit der ersten Karte für dich und da haben wir, deswegen musste ich so lachen, das ist der Nordknoten. Der Nordknoten, lieber Steinbock, steht auf jeden Fall zum einen natürlich für eine Art Reifeprüfung, für eine Lernkurve. Also befindest du dich jetzt momentan auf dem Weg in Richtung deiner Bestimmung. Du befindest dich auf dem Weg in Richtung deines Schicksals, deiner Erfüllung sozusagen. Ja? Der Nordknoten steht natürlich auch immer für Karma und für das, was du bestimmt bist zu sein. Ja, also du befindest dich quasi jetzt auf dem Weg in Richtung da, wo du hingehörst. Ja, also dein Schicksal, deine Bestimmung, deine Berufung, wahre Seelenpartner, sowas in der Richtung. Ja, das ist hier auf jeden Fall angezeigt. Der Nordknoten steht auf jeden Fall auch dafür, raus aus der Komfortzone. Die Federkelche, lieber Steinbock, stehen des Öfteren auch für deine Wohlfühlzone, für deine Komfortzone. Und nun geht es wirklich darum, dass du mehr oder weniger dazu jetzt angetrieben wirst, deine Komfortzone zu verlassen. Ja, deswegen hast du hier nämlich auch diese starke Schützerenergie mit dem Rat des Schicksals. Ne? Allgemein spüre ich auch sehr, sehr starke Schützerenergie, was natürlich bedeutet, geh hier ein Risiko ein. Geh den Weg deiner Leidenschaft, sei optimistisch, schau nach vorne, lerne Neues, ergreife Chancen, geh ein Risiko ein, sei mutig. All das sind die Energien, die sich jetzt hier nun wirklich bei dir bemerkbar machen. Na? Weil du jetzt dazu aufgefordert bist, deine Wohlfühlzone zu verlassen, das ja, da rauszugehen, was dir einst wirklich vertraut ist oder war. Ja, und ich spüre, beziehungsweise ich spüre, dass du spürst, dass du etwas verändern darfst, dass es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher, weil es dich einfach nicht zufriedenstellt, weil du frustriert bist und möglicherweise auch wirklich gelangweilt. Da wird dir einfach gesagt, probiere Neues aus, verreise ruhig mal. Ein Tapetenwechsel tut vielleicht gut oder einfach ein neues Hobby suchen. Ne? Wir haben hier Stabenergie, Feuerenergie sozusagen und da geht es um Hobbys. Da geht es um Leidenschaft, dein Drive sozusagen. Es geht ums Handeln. Na? Spannend. So, jetzt haben wir hier für dich unten drunter die Karte Sextil. Sextil ist immer eine Energie, die durchaus, da funktioniert auf jeden Fall etwas gut, habe ich das Gefühl. Es geht hier auf jeden Fall um Potenzial, eine belohnende Situation sozusagen, aber ebenfalls auch die Kombination von Anspannung und Flow sozusagen. Also ich habe trotzdem das Gefühl, solltest du jetzt hier mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert werden, habe ich das Gefühl, dass du damit sehr, sehr gut umgehen kannst. Aber trotz allem bist du momentan in einer Situation, wo sehr, sehr viel Potenzial, ja, mit sehr, sehr viel Potenzial sozusagen. Da ist momentan sehr, sehr viel Potenzial zur Veränderung. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dein Schicksal erwartet auf dich. So, was haben wir hier für dich? Zwillinge. Vielleicht spielt ein Zwilling hier eine Rolle für dich, aber bei Zwillingen geht es auf jeden Fall auch wieder um Neugierde. Es geht um den Intellekt, es geht um Networking. Also kann es hier wirklich bedeuten, dass du vielleicht jetzt in Erwägung ziehst, dich einfach mit anderen Menschen zu verbinden, irgendwie vielleicht etwas Neues lernen über einen Online-Kurs, ein Seminar besuchen, sowas in der Richtung kann hier also eine Rolle spielen. Bei Zwillingen geht es ebenfalls auch um Social Media. Vielleicht möchtest du dir über Social Media etwas aufbauen, ein Business aufbauen, sowas in der Richtung. Aber was mir hier sehr, sehr stark ins Auge fällt, ist natürlich auch die Neugierde. Also hier wird auf jeden Fall angezeigt, lieber Steinbock, dass eine Zeit auf dich zukommt, wo du dich wieder neugierig auf etwas Neues einlässt, wo du neugierig bist und neue Erfahrungen sammeln möchtest auch ebenfalls. Das ist, was ich hier auch wahrnehme. So, lass mal weiter gucken. Dann hast du jetzt hier die Karte Schwein. Also das ist eine durchaus sehr, sehr schöne Energie. Denn diese Karte steht auf jeden Fall für den perfekten Flow. Etwas wird geschmeidig, etwas wird harmonisch, ein harmonischer Übergang sozusagen. Aber diese Karte steht ebenfalls natürlich auch für Glück und auch für himmlische Unterstützung. Ich habe das Gefühl, du bekommst ja in irgendeiner Art und Weise Unterstützung auf deinem Weg natürlich, von den Engeln, von einem eventuellen Zwilling, Sonne-Mond-Aszendent. Das kann jetzt hier wirklich damit gemeint sein. Für viele von euch geht es nun wirklich in Richtung eurer Bestimmung. Und dabei bekommst du auf jeden Fall momentan Unterstützung von der geistigen Welt. Ja, des Weiteren sieht man auch, diese Karte steht wirklich ebenfalls auch für dieses, ja, es wird leichter, Mühelosigkeit doch irgendwo. Ne? So, dann haben wir hier für dich die Energie des Wassers.
Bei dem Wasserelement geht es auf jeden Fall natürlich um deine Emotionen, deine Intuition. Es geht um deine Sinne, Spiritualität, ja. Also hier habe ich zum einen auch wieder so ein bisschen das Gefühl, lieber Steinbock, das kommt mir jetzt gerade durch, dass du es hier noch einmal mit unerlösten Gefühlen zu tun haben könntest. Also sprich, hier steht noch mal eine Heilung an, habe ich das Gefühl. Eine Heilung unbewusster Themen, Heilung einer, ja, Heilung einer bestimmten Wunde sozusagen. Das ist auch das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Also was ich hier wirklich wahrnehme, bei dir auch, lieber Steinbock, ist die Gnade, die Barmherzigkeit der geistigen Welt. Also habe ich auch das Gefühl, dass Gnade dir zuteil wird. Ja, also ich sehe hier wirklich eine smoothe Veränderung. Also das ist jetzt nichts von jetzt auf gleich irgendwie mit Druck oder mit Anspannung und sowas in der Richtung. Ich spüre das Ganze eigentlich mehr wirklich geschmeidiger. Ja, ich glaube, das kann man ruhig so nennen. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Psychic Tarot von John Holland. Vielleicht möchtest du ebenfalls etwas Neues lernen im Bereich Spiritualität. Das kann auch sein, denn bei dir jetzt, also jetzt für dich mit dieser Legung, lieber Steinbock, dein Weg, deine Bestimmung hat hier mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas mit Heilung oder auch mit Spiritualität zu tun. Kunst bekomme ich auch rein. Einfach, aber auch Abenteuer, verreisen, sowas in der Richtung. Ja, Hobby zum Beruf machen vielleicht auch. Also das spüre ich auch bei einigen von euch. Muss ich sagen. Ja, also was ich hier auf jeden Fall noch mal wahrnehme, lieber Steinbock, bei einigen von euch, es geht noch mal um die Heilung deines Selbstes. Ja, es geht wirklich darum, dass du jetzt nun wirklich in eine Phase kommst, wo du dein wahres Selbst wieder entdeckst. Es geht darum, noch mal alte Wunden zu heilen. Was auf jeden Fall damit zu tun hat, dass du dich damals nicht so zeigen konntest, wie du bist. Ne? Vielleicht ist es wirklich so, dass dir gesagt wurde, jetzt sei mal nicht so pingelig, jetzt hör mal auf zu weinen und sei gefälligst mal ein Mann, wenn du jetzt ein Mann bist. Ne? Und ich habe wirklich das Gefühl, Steinbock, jetzt hier bei dir mit dieser Legung, es geht sehr, sehr stark für dich darum, dass du dir deine Wahrheit eingestehst, dass du deine Wahrheit lebst, dass du herausgehst mit deiner Wahrheit, mit deiner Bestimmung sozusagen, ja? Weil einige von euch, ich muss es so sagen, wie es ist, ihr habt hier eine Zeit lang eine Lüge gelebt. Ihr habt euch nicht so gezeigt, wie ihr wirklich seid. Das ist das, was ich hier auch wahrnehme. Und bei dir habe ich jetzt wirklich so dieses klassische Szenario, du musstest dich erstmal wirklich verlieren, um dich selber wiederzufinden. Ja, das ist das, was ich hier wirklich sehe. Gut, Steinbock, Mitte Mai. Was bringt jetzt der Zeitraum Mitte Mai noch dem Steinbock? Steinbock, Mitte Mai. Steinbock, Mitte Mai. Noch weitere Einsichten bitte für die Steinböcke. Für den Zeitraum Mitte Mai. Steinbock. Okay, also eine möchte ich sehr, sehr gerne noch. Noch eine Karte bitte für die Steinböcke, für den Zeitraum Mitte Mai. Bitte deutlicher das Ganze. Mitte Mai, Steinbock. Noch eine Karte bitte. Da ist sie. Alles klar. So, die hier habe ich schon gesehen. Das ist nämlich die Karte der Fruchtbarkeit. Okay, das ist im normalen Tarot die Herrscherin. Und lieber Steinbock, bei dieser Energie geht es auf jeden Fall natürlich um Fruchtbarkeit. Die Zeit ist hier reif für etwas. Es geht um Wachstum. Ne? Und wir sehen hier auf jeden Fall, das Herzchakra ist hier auf jeden Fall symbolisiert. Also geht es hier auch wieder natürlich um Herzensangelegenheiten. Es geht um Wachstum. Es geht darum, dass hier auf jeden Fall für etwas nun die Zeit reif ist. Und das ist im Prinzip auch genau das, was ich ja wirklich spüre für einige von euch. Die Zeit ist reif, den Weg eurer Bestimmung zu gehen, sich gewisse Dinge noch einmal anzuschauen, um zu heilen sozusagen, sich die Wahrheit einzugestehen. Genau, das ist, was man hier sieht. So, unten drunter hast du jetzt folgende Energie.
Da haben wir jetzt hier die spirituelle Einheit bzw. die spirituelle Vereinigung. Das ist im normalen Tarot die zweite Kelche und diese Karte steht für, ja, für Liebe, für Zuneigung, für das Aufeinanderzugehen. Es geht also hier um Verbindungen, habe ich das Gefühl. Also, es kann bedeuten, lieber Steinbock, dass hier eine wichtige Partnerschaft eine Rolle spielt. Ja, eine Partnerschaft, die für dich sozusagen vorhergesehen ist. Sowas kann jetzt ebenfalls auch wirklich auf einige von euch zukommen. Eine Beziehung mit spiritueller Grundlage, also sprich wirklich dein Seelengefährte. Das kann natürlich aber auch ein sehr, sehr guter Freund sein, ein Geschäftspartner, sowas in der Richtung, was hier ebenfalls auch angezeigt wird. Ja, es kann ebenfalls auch sein, lieber Steinbock, dass wie eine Art Versöhnung eine Rolle spielen kann. Ja, so lass mal sehen. Dann hast du jetzt hier. Das ist im normalen Tarot die Hohepriesterin und hier geht es auf jeden Fall um deine Intuition. Also, hier wirst du auf jeden Fall natürlich darauf hingewiesen, der Stimme deiner Seele zu vertrauen, deiner Intuition zu vertrauen und wirklich ebenfalls auch dich von deiner Seele führen zu lassen. Auf das zu hören, was unausgesprochen ist. Also dich jetzt hier, lieber Steinbock, du mit dieser Legung, du bist unglaublich intuitiv, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem gibt es da noch etwas, das spüre ich, das hältst du hier wirklich zurück. Und das hat zu tun mit deinem Wissen, mit deiner Weisheit. Oder auch im Bereich eines bestimmten Menschen kann es durchaus sein, dass du hier etwas Bestimmtes weißt, aber es vielleicht noch für dich behältst. Oder aber du ahnst etwas, was mit deinem Gegenüber gegebenenfalls auch zu tun hat. Ja, das ist auch das, was ich hier wahrnehme. Gut, wir gucken weiter. Ja, Partnerschaften und Bündnisse. Die Zahl 3 oder auch die Zahl 2 und 4 scheinen also momentan wichtige Zahlen für dich zu sein. Die Zahl 2, 3 und 4. Die Zahl 2 steht auf jeden Fall natürlich für Verbindungen, für Partnerschaften, aber auch für Entscheidungen. Also habe ich das Gefühl, es stehen hier ebenfalls auch Entscheidungen an, Herzensentscheidungen auch auf jeden Fall. Die Zahl 3 steht auf jeden Fall für Wachstum, erste Schritte, aber auch wieder dafür, dass aufgestiegene Meister ebenfalls auch an deiner Seite sind. Und die Zahl 4 steht auf jeden Fall für eine sichere, stabile Basis, aber auch dafür, dass momentan die Engel sehr, sehr stark an deiner Seite sind. Und das ist auch genau das, was ich hier wirklich sehe. Und was ich für dich jetzt auch wahrnehme, lieber Steinbock, ist, dass es für dich oder für einige von euch jetzt hier mit dieser Legung darauf hinausläuft, dass du in Partnerschaft gehst mit den Engeln, dass du in Partnerschaft gehst mit der geistigen Welt, dass du gemeinsam mit den Engeln, mit den himmlischen Mächten zusammenarbeitest in deinem Leben allgemein, um eine bestimmte Herausforderung zu lösen. Das ist das, was ich hier wirklich sehe. Und wenn du jetzt zu den Steinböcken gehörst, die sagen, ach so ein Quatsch, das gibt's doch überhaupt nicht, dann muss ich dir sagen, entweder kommt's noch, oder aber das Ganze ist nicht dein Reading. Ja, sage ich dir jetzt wirklich genauso, wie es ist. Also, in Partnerschaft gehen mit den Engeln, mit der geistigen Welt, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Dinge aufzulösen, Karma aufzulösen, etwas loszulassen, zu heilen. Ja, das wird auf jeden Fall auf viele von euch zukommen. Das ist das, was ich hier wirklich ganz, ganz klar sehen kann. Okay, Steinbock, das vorletzte Deck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Moonology-Orakel. Solltest du sehr, sehr viel die Zahl 222 sehen, also die Zahlenkombination 22 oder 222, dann möchte dir diese sagen auf jeden Fall, habe Geduld, du bist auf dem richtigen Weg. Ja? Habe Vertrauen, habe Geduld, du bist auf dem richtigen Weg. Ja? Steinbock, das ist die Botschaft, die ich für dich habe. So, es geht weiter. Mitte Mai. Bitte jetzt noch weitere Einsichten für das Kollektiv der Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai. Steinbock. Steinbock Mitte Mai. Mitte Mai. Steinbock. Okay, das wundert mich überhaupt nicht. Schon wieder Schütze-Energie, dazu komme ich aber gleich. Noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Steinböcke für den Zeitraum. Mitte Mai, Dankeschön. Also, ich beginne natürlich mit der hier. Betrachte das große Ganze, Vollmond im Schützen. Schon wieder Schütze-Energie. Natürlich. Also, hier wirst du auf jeden Fall darauf hingewiesen, lieber Steinbock. Betrachte das große Ganze in Bezug auf deine Situation. Betrachte das Ganze und nicht nur
Ein Teil davon, ne? Darauf wirst du auf jeden Fall ebenfalls auch hingewiesen. Des Weiteren natürlich Schütze-Energie, die steht ebenfalls auch wieder für Glück, für Optimismus. Also ich habe das Gefühl, ebenfalls du in deiner Situation bist momentan wirklich, ja, das Glück ist auf jeden Fall an deiner Seite. Und wie gesagt, betrachte hier wirklich das große Ganze und nicht nur ein kleines Puzzlestückchen. Es geht sehr, sehr stark darum, deinen Horizont zu erweitern und einfach mal, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, ja. So, und drunter hast du jetzt hier folgende Energie. Wow. Du bist sehr nah dran, dein Ziel zu erreichen. Du hast es hier fast geschafft, lieber Steinbock. Ja, hier wird gesagt, habe hier auf jeden Fall noch ein wenig Geduld. Aber du hast es hier fast geschafft. Du bist kurz davor, etwas zu vollenden. Ja. Habe hier Vertrauen. Du bist kurz davor, dein persönliches Ziel zu erreichen. So, dann haben wir hier für dich die Karte. Oha. Das ist the void of course moon. Nichts wird mehr aus dieser Situation kommen. Da gibt es nichts mehr herauszuholen aus deiner gegenwärtigen Situation. Also hier gibt es auf jeden Fall etwas, wo es für dich einfach nichts mehr gibt. Ja, es gibt möglicherweise auch gewisse Chancen, die sich verringern. Aber diese Karte sagt generell ebenfalls auch, etwas Besseres wartet auf dich. Wenn du also auf etwas hinarbeitest, lieber Steinbock, und wenn sich etwas für dich in Klammern noch nicht erfüllt, dann ist es zu deinem höchsten Sinne, dann soll es momentan wirklich so sein. Weil diese Karte steht auch des Öfteren für Chancen, die nichts werden, egal woran man arbeitet, es wird nichts. Aber ebenfalls steht die Karte auch für Absagen, für Verzögerungen, sowas in der Richtung. Das ist durchaus hier möglich. Ja. Also, hier sagt auf jeden Fall diese Karte, habe hier wirklich Vertrauen. Etwas Besseres wartet auf dich. So, dann haben wir die Antworten, die du brauchst, werden kommen. Vollmond im Zwilling. All die Antworten, die du brauchst, werden kommen. Die Klarheit wird kommen, wenn es an der Zeit ist, lieber Steinbock. Ja, das ist das, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Die Zeit wird es zeigen. Und was ich auch spüre, ja, natürlich sieht man das natürlich auch, ne? Die Antworten, die du brauchst, werden hier auf jeden Fall kommen. Du wirst Zeichen bekommen. Vielleicht jetzt sogar auch schon Mitte bis Ende Mai. Höre auf deine Eingebungen, lieber Steinbock. Du bist unglaublich intuitiv, das sehe ich hier. Und pass bitte darauf auf, lieber Steinbock, dass du nicht permanent im Außen nach irgendwelchen Antworten suchst, weil das Ganze kann dich wirklich verwirren. Ja. Okay, das letzte Deck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Lektionen deiner Seele von James von Prag. So, noch ein paar letzte Botschaften bitte für das Kollektiv der Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai Steinbock, bitte jetzt noch weitere Einsichten für Steinbock für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai Steinbock, noch weitere Einsichten bitte für Steinbock für den Zeitraum. Oh Gott, das gibt's nicht. Hammerhart, wie die Karten hier wirklich sich erstens wiederholen und zweitens auch sprechen. So, okay. Noch ein paar weitere Einsichten bitte für die Steinböcke für den Zeitraum Mitte Mai. Mitte Mai, Steinbock. Mitte bis Ende Mai. Alles klar. So, ich beginne natürlich mit der Karte, wo ich schmunzeln musste. Da haben wir für dich die Karte Geduld. Ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Ja. Das tut es, lieber Steinbock, auch wenn du es vielleicht nicht unbedingt glaubst oder wenn du nicht so wirklich Vertrauen hast. Hier wird auf jeden Fall darauf hingewiesen. Die Zeit wird es zeigen, bei einigen von euch. Die Zeit wird es zeigen. Der Wandel, die Veränderung, das wird auf jeden Fall alles kommen. Nichts bleibt, wie es ist, lieber Steinbock, ja? Das wird auf jeden Fall alles kommen. Aber hier wirst du auf jeden Fall darauf hingewiesen, habe hier Geduld. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass du dich gerade transformierst oder dass du vielleicht umziehen möchtest oder deiner Bestimmung folgst oder folgen möchtest, dann wird hier übrigens auch gesagt, habe hier Geduld. Ja, wenn du zum Beispiel wieder fit werden möchtest körperlich, dann wird hier gesagt, habe Geduld. Es kommt alles genau dann, wenn es an der Zeit ist für dich. Ja? Und bei einigen von euch spüre ich trotzdem, die Zeit kommt. Die Zeit wird hier auf jeden Fall kommen, weil die Karten zeigen es ja schon, lieber Steinbock. Also wird hier auf jeden Fall schon gesagt, allzu lange kann es hier nicht mehr dauern. Unten drunter, nee, warte mal, ich muss jetzt mit der hier weitermachen, weil ich die schon gesehen habe.
Das ist die Karte Beziehungen. Ich fühle mich zu den Menschen hingezogen, die das Beste in mir fördern. Also hier geht es auf jeden Fall sehr, sehr stark darum, lieber Steinbock, dir deine Beziehungen ebenfalls auch mal ganz, ganz genau anzuschauen. Vielleicht ist es wirklich so, dass du dir Menschen in deinem Umfeld wünschst, die dich fördern, mit denen du wachsen kannst. Da wird ja auf jeden Fall gesagt, habe diesbezüglich Geduld. Die Menschen, die du dir an deiner Seite wünschst, die werden hier kommen. Aber natürlich sagt die Karte auch, schau dir bitte genauestens dein Umfeld an, deine Beziehungen. Ist das alles stimmig? Fühlt sich das gut an? Kannst du da wachsen? Oder hast du das Gefühl, du musst dich verschließen und kannst nicht du selbst sein? Weil das sehe ich nämlich auch bei einigen von euch. Ja, es ist an der Zeit, deine Beziehung oder einfach mal dein Leben einer Prüfung zu unterziehen. Vor allem deine Beziehungen. Und vor allem aber auch die Beziehung zu dir selbst. Ja? Okay, unten drunter hast du jetzt folgende Energie. Das passt ganz gut auch zur Schützenenergie. Das ist Glück. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also, lieber Steinbock, wenn du ganz einfach mal für dich herausfinden möchtest, ob du auf dem richtigen Weg bist, dann frage dich, bin ich glücklich? Weil wenn du glücklich bist, dann bist du auch auf dem richtigen Weg. Und wenn du merkst, okay, du bist unzufrieden und nicht glücklich, dann stimmt irgendwas nicht. Und das darfst du dir jetzt momentan alles einfach mal anschauen. Ja? Da wirst du jetzt sozusagen gerade wirklich dazu aufgefordert, einfach mal zu schauen, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Beziehungsweise bin ich glücklich? Und wenn ja, alles schön. Und wenn nicht, dann nicht. Ja? So, die letzte Karte für dich. Guck mal, da haben wir die Fülle. Ich bin grenzenloses Sein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir wünsche. Natürlich ist es immer so eine Sache. Ich schaffe alles. Ich glaube das nicht unbedingt, weil ich wünsche mir schon immer, fliegen zu können und das wird niemals Realität werden, weil Schwerkraft und so, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich dir damit sagen möchte. Ja, gewisse Wünsche, vieles kann man definitiv auch erreichen. Davon bin ich überzeugt. Alles, kommt immer darauf an, ne? Aber hier wird auf jeden Fall schon darauf hingewiesen, lieber Steinbock. Deine Wünsche können sich ja auf jeden Fall erfüllen. Habe hier auf jeden Fall Geduld. Es geschieht, wenn es geschehen soll. Du bist momentan in einer Lernphase. Nordknoten, wo es wirklich jetzt darum geht, Neues zu erkunden und vielleicht einfach mal herauszufinden, wer bist du? Was möchtest du wirklich? Okay. Lieber Steinbock, ich danke dir ganz, ganz sehr fürs Zusehen und wünsche dir einen wunderschönen Rest Mai. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.